Gucken wir, wer kommt. Ach, du ahnst es nicht. Ist das Schicksal? Ich muss Blue Baby nehmen. Rotten Baby. Ist geil. Not gonna lie. Rotten Baby ist geil. Ich mag Rotten Baby sehr. Ich werde gucken, ob ich einen Rotten Baby Run machen kann. Wie ich es immer sage, ich will keine krank. Ich will nicht rollen, bis ich irgendwie direkt in der direkte OP bin. Ich will einfach nur einen Start, der es nicht ganz so anstrengend macht am Anfang. Gerade mit diesen wahnsinnig heftigen, schweren Modded Bossen. Ja, diese Video, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ich finde das nicht richtig und deswegen meine ich das auch nicht. Es gehört einfach zum Spielerlebnis dazu. Also nicht wie Mama mit Brimstone. Genau, Mama wird rollen, bis sie Brimstone findet. Macht sie zwar nur alle 3 Stunden einen Run, aber sie wird wahrscheinlich jeden Run gewinnen. Gut, ist effektiv. Aber Mama streamt ja auch nicht. So, machen wir noch was? Nee. Tired, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie, also, bin ehrlich, ich habe echt überhaupt gar kein Interesse an den Challenges. Vor allem, weil ich hier alles schon in meinem Leben gemacht habe und ja, keine Ahnung. Also eigentlich gerade weniger. Also heute erst recht nicht. Vielleicht irgendwann, aber im Moment nicht. Oh, Wachstumshormone. Geil. Jawohl. Siehst du, ich werde belohnt, dass ich mit Rotten Baby spielen will. Alles, was im Übrigen mit Feuer ist, die Lags kriege ich nicht weg. Feuer macht das Spiel komplett kaputt. Da kann ich nichts machen. Oh je. Deswegen. Die schießen. No! Oh Gott. Oh Gott. Deswegen ist es äußerst unangenehm, dass wir immer so oft Burning Basement haben. Die Fliegen skalieren mit Damage, ja. Dementsprechend ist gerade Rotten Baby durch die Wachstumshormone nochmal einen Ticken besser geworden. Komplette Belohnung. Gut, ich habe noch keinen Coin, kannst mir ja kein Minus-Coin geben, kann aber auch einfach gar keinen Coin geben. Klasse. Increases Fart Sight. Gott sei Dank. Das ist genau das richtige Item, das ich für Blue Baby brauche. Das wollte ich natürlich direkt mal machen. Gute Nacht, Snacks. Wollen wir uns gleich mal um den da unten. Oh, du spuckst hier bitte nicht mehr rum. Also Burning Basement ist immer bad. Da kann man leider nichts dran ändern. Also insbesondere halt die großen Räume. Ich finde diese Fallen auch ganz, ganz schrecklich. Ne? So, Itemraum kann ja nur hier irgendwo dann kommen. Wow, das sind nicht mal. Wow, 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 wow. Okay. Der ist sehr gefährlich. Ich will nicht, dass er mich auf dem Rückweg irgendwie überrascht oder so. In dem Basement ist echt schwer geworden. Ey.
Sloth. Wheel of Fortune. Naja, nicht, dass wir das brauchen, aber gut. Kann ja theoretisch die Soulheart-Maschine kommen. Theoretisch. Nicht, dass sie, glaube ich, mir einmal bisher hier was Gutes gebracht hat, aber... Geschweige denn Seelenherz. Devil, na das ist da eindeutig besser. Da wollte ich gar nicht rein, das war jetzt doof. Everlasting Pill activates a random non-stat-related pill effect. 5 seconds recharge. Nee, und der Pretty Brick Figure war's auch nicht. Jetzt hier was Gutes. Was bist du? Mime Degree. Summon blocks in the room that enemies cannot pass through. Touch the block to relocate it. Wow, ich hätte gedacht, das ist ein Active Item. Ich weiß nicht, ob ich da gerade was Gutes aufgehoben habe. Das hat sich sehr stark, sehr stark nach einem Active Item angefühlt. Aber ist es nicht. Schauen wir mal. Was ist das immer bei Raum betreten oder so? Oh, das ist das wahrscheinlich. Wait, und die werden da gefangen, wenn die das betreten, oder was? Oder soll ich da rein? Oh, ich kann die verschieben, die Dinger, okay. MD Hard Container Shot Speed Up minus Red 1 High. Ja gut, das ist ja egal. Gibt mir das noch ein Soul Heart? Das gibt mir noch ein Soul Heart. Okay, wir machen keine Devil Deals. Weiter geht's. Keine Ahnung, Kurkus, was du meintest. Ah ja, die kommen alle rausgesprungen. Okay. Was ist denn das für ein Raum? Oh mein Gott, die verschwinden, die Dinger, wenn ich die berühre. Uff, okay. Yike. Okay, I don't like that. Flooded Caves, Burning Basement, das sind alles richtig schreckliche Ebenen geworden. Kann ich den da mal reinkicken? Ich kann die da gar nicht rein. Ah, das sind die können das nicht berühren. Ja, also das war kein gutes Item. Au. Uiuiuiui, das mag ich ja überhaupt nicht. Aha, die Eros gehen unter Wasser, ja, ja, das ist mir soweit bekannt. Yo, wie schießen denn die? Das war mir überhaupt nicht klar. Die sind neu. Ripsoulheart. Eine braune Kiste. Ja, ich denke nicht. Ich finde es sogar eher irritierend, diese komischen Dinger. Anstatt hilfreich. Yo, das sind eine Menge Herzen. Hätte sie gerne in Blau genommen.
Was ist, wenn ich da drauf stehen bleibe? Falle ich dann auch runter? Nee, ne? Die fallen nur runter, wenn ich wieder weggehe. Die Stitches. Ja gut, kann man mitarbeiten. Muss nicht, aber kann man. Bin immer noch traurig, dass es keinen Effekt gibt, wenn du Red Hearts mit ihm verarbeitest. Fistula. Das Ding echt hochgekickt zu mir. Wird eng. 33% auf Angel Deal, come on. Shit. Heart Container und 2 Bone Hearts. Werden das alles Soul Hearts? Nein. Naja, es ist okayisch. Und da ist noch einer. Nice, okay. Damit kann man arbeiten. Ach, Curse of Darkness. Das war gemein. Map. Naja, ich bin ein bisschen entspannter. Da ist ein Runenraum. Da lehne ich mich mal interessiert nach vorne. Ich 3 Bomben. Manchmal reichen sogar 4. Ist es denn... Killing enemy spawns blue flies or spiders. Jesus, das ist ein absolut super geiler Effekt. Den muss ich mitnehmen. Brauchen eine Bombe. Ich glaube, es sind sogar nur 4. Weiß nicht, ob das unterschiedlich ist. Ich meine, ich habe da nie 1000%ig drauf geachtet. There we go. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Das stimmt, das könnte ich, Terrarios. Ich find's trotzdem scheiße, Alter. 2. 3. Okay, es sind, glaube ich, immer 4. So, Tierrate hoch. Enemies have a small chance to spawn a temporary familiar when dying. Enemies with less than 10 HP will spawn a bone or paw. Ja, okay, es hat nicht den Effekt, dass es eigentlich hat. Leider. Aber Tiers up ist Tiers up. Passt schon. Sehr spärlich. Aber klar, jedes Familiar ist auch irgendwie okay. Ja, Pillen sind in dem Run nix. Oh, Edmund. Der auch durch die Mods ein bisschen schwerer geworden ist. Hier ist jetzt ganz praktisch. Der kann jetzt hier durch mir an mich nicht ran durch diese Blöcke. Das ist aber sehr selten, dass das mal klappt. Ist das ein freundlicher Familie, dieser Wurm? Okay, krass. Das irritiert mich stark. Aber ist ja Gott sei, in dem Fall Gott sei Dank nur ein Raum. Da ich diesen Gegner aber oder dieses Monster noch nie gesehen habe, war ich mir gerade nicht sicher, was ich davon halten soll.
Irgendwer lebt. Ah. Er ist blöd mit Darkness, das sieht man nicht. Was gefunden. Aber wieder nicht den Itemraum. Das ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal so. Ist er hier? There we go. Lil Loki, hi. Das ist Tauros. Ich mag Tauros überhaupt nicht. Aber ich nehme es mit, denn wir suchen immer noch drei davon. Boah, jetzt hat es mich irritiert, dass er an dem an dem Block abgeprallt ist. Das kann auch richtige Nachteile haben, wenn du an sowas nicht denkst. Ui, okay. Echt jetzt? 67%? Wieder kein Holy Room? Naja, Tears Up ist gut. Wir könnten ruhig mal gönnen, ey. Am besten Abstand, Chanduil. So, 100% Angel Deal. No matter what. Wer ist scheiße? Ach ja, das musste nochmal sein, dass danach drei von denen kommen. Zwei. Wow, ich hab mich... Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber ich hab mich gerade über den Abgrund geportet. Das war äußerst seltsam. Freund oder Feind? Ich kann es leider nicht erkennen. Ich glaube Freund. Das ist das Schlimmste, ich erkenne die Freunde nicht. Weil sie halt auch alle neue beinhalten. Black soll das mal sein, aber ich habe erstens nicht so viel Interesse dran und zweitens die Tainted rühre ich sowieso nicht an. Wird zumindest eine vermutlich sehr lange Zeit. So wichtig ist mir das nicht. So, Steinchen irgendwo, nö. Da kannst du mir nichts antun. Yo! Das ist Randy? Random Randy? Random Randy. Oh Gott, da ist er ja. Der Randy. Das ist ja verrückt. Was Spannendes hier, nö. Endlich mal wieder Deaths und nicht die scheiße Necropolis, ey. Lohnt sich das? Naja, gut. Oh ja, komm. Yes. Hier könnte ich direkt in die nächste Ebene, aber das will ich gar nicht. Danke, Randy. Vielen Dank. Mensch, Randy unterstützt im Spiel und im Stream. Ja, vielleicht doch ein Topmann. Niemand weiß das so genau. Ah, for Soulheart, immer her damit. Nehme ich jetzt wieder den Boss vor dem Atomraum?
Und dann wird's mir nicht. Also diese No-Blöcke haben manchmal einen ganz netten Nutzen. Aber wenn, dann eher die Betonung auf manchmal. Hui, die wären sogar noch weitergegangen, haben wir Glück gehabt. Wow, hier geht's überall nicht lang. Klar, ein Top-Mann, aber schon 80 Monate Tante Sub. Ja, da siehst du, überlegst du die Aussage nochmal. Uff, oh, scheiße. Einzige Gute ist, wenn ich getroffen werde, habe ich einen guten Vorteil, aber wenn der Raum natürlich direkt danach vorbei ist, ist das scheiße. Da legst du einmal die Finger vom Controller. Come on, jetzt reicht's. Sag mal! Ach, ich denn da? Let's rein. Der Tower ist gar nicht so bad. So, da ist er, der 100% Room. Was ist das? Milk of Baphomet. On damage triggers a random on damage effect. Naja, okay. Und High Priestess. Gucken wir mal, was drin ist. Danke nochmal, Randy. Und es ist die Bibel. Ja, da wird sich Muttern freuen. Ich meine, ja, es ist okay. Es ist gleich Mom-Kill. Easy Hard-Kill. Spart uns schon ein bisschen Stress. Wir könnten eventuell eine... Was zum Fick sind das für Viecher und warum eskalieren die so? Uff. Okay. Naja, niemand hat gesagt, das wird einfach. Nee, hier die Bibel sogar gebrauchen. Nö. Also die neuen Larven sind ja abgefuckt. Die will ja niemand. Teleports Isaac in the treasure room. Bottled Fairy, single use. Heals to full health when used. Item will be used automatic. Oh, yo. Was ist ja ein Space Item? Shit. Ja, das ist bad, weil die Bibel werde ich definitiv behalten. Ich habe ja nicht gesehen, dass der harmed war. Uff.
Okay. Könnte das Item rein theoretisch ein halbes Dollar zu einem Ganzen machen? Nee. Das wird nicht funktionieren. So, wir hätten jetzt genügend Coins, um hier Spirenzien zu machen. So, einmal kaufen wir das. Dann ist hier wieder dieser Roll-Film, den ich wieder mitnehmen werde. Toy Camera. Creates a camera flash that destroys projectiles and stuns enemies. Grants a tier up when you flash yourself. If enough enemies are caught, spawn a cool photo. Oh ja. Jo, ist natürlich fein, gerade in Betracht, dass wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese drei Leben erreichen werden. Was dann von Vorteil sein könnte, in der Wumme nicht mehr so viel Schaden zu nehmen. Uiuiui, sind hier viele unangenehme Gegner. Puh. Alles halt, ne? So, Mom ist da. Mom ist ein Kill. Ich muss hier nirgends mehr hin. Weiter. Hallo, Mom. Halo! Weil ich Mom mit der Bibel getötet habe, by the way. Und das ist gut. Mom hat gesagt, Halo ist ein klasse Start-Item. Wir kriegen mal wieder nur ein Soul Heart. Und wir kriegen das Safety Cap. Nö. Ich muss im Endeffekt jetzt nur noch ganz gut bis zu Idlifs durchkommen und dann eine gute Cathedral spielen. Ich meine, ich bin nicht sonderlich stark. Ich bleibe sehr stark bei der Aussage, dass der Run tatsächlich vom Rotten Baby lebt. Und nicht mal Rotten Baby macht viel Damage. Aber dass es den zusätzlich macht zu dem, den ich nicht habe, ist ein riesen Gamechanger für den Run. Und da ist direkt der Boss. Das ist ja ein Traum. Das ist gut. Oh, das ist ja klasse. Bitte kein schlimmer Gegner. Besco. Oh, ich kenne Besco kaum. Aber Besco war nicht so schlimm, oder? Not sure. Ich weiß es nicht, was er macht. Da war ein roter Scheißhaufen. Das habe ich nicht gesehen. Komm, mach ihn kaputt, mach ihn kaputt, mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Zu wenig Damage, zu wenig. Oida, mit dem Feuer. Okay, das Holy Water war klasse. Ja, jetzt kann ich natürlich zum Devil Deal gucken. Justice. Rotten Hearts turn into half red hearts when lost. Red Hearts turn into Rotten Hearts when at full health. Hallo, Hope. Ja, jetzt kann ich gucken. Jetzt könnte ja Pact oder so drin sein. Brimstone Baby. Eigentlich ein No-Brainer. Gabi's Pride war super krass, aber nicht mehr. Ja, also... Nee. Ich will jetzt nichts riskieren. Das verändert den Run ja auch nicht. Einfach nur schnell jetzt zum Adlifts. Bibel bringt noch was gegen Mami, ja. Wenn du sie gegen Satan einsetzt, würdest du sogar sterben. Dann wäre der Run vorbei. Und gegen Isaac macht's gar nichts. Oh mein Gott, da war so ein Laserauge. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich finde es aber sau cool, dass ich seit sehr, sehr langer Zeit nicht das andere Boneheart verloren habe. Also ich spiele zumindest ganz ordentlich.
besser als im Vergleich zu gestern teilweise. War gestern kein guter Abend für mich. Da habe ich mit Blue Baby auch schlechter angestellt. Naja, Maeve, wir machen das, was wir gestern machen wollten mit Blue Baby. Das machen wir jetzt. Isaac killen. Damit wir den D6 freispielen. Fuck, irgendwas hat mich getroffen. Jetzt habe ich es gejinxt. Das Spawn hat es weg. Das Gute ist, dass der Wafer-Effekt kommt, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde. Und das ist jetzt der Fall. Weil ich alles, was ich gerade gesagt habe, komplett wegschmeiße mit dem Gutspielen. Okay, was gibst du mir? Ist das die Justice Card? Secret Room. Okay, hier gibt es einen Shop. Ich habe nur 8 Coins. Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Eine Bombe für 5. Wow. Ja, das ist es jetzt nicht unbedingt. Aber vielleicht hast du noch mehr. Du könntest mich direkt zum Boss porten, ne? Ha! Das ist gut. Das spart uns eine Menge Stress. So, Puzzleteile werden wir natürlich nicht completen, aber ich guck. Oh, wait a second. Das war Nummer 2. Komm, einfach Nummer 3 jetzt hier drin. Ach, schade, das wäre witzig gewesen. Okay. Das glaube ich reicht. Ich gehe direkt rein, sonst roll ich den wieder weg. So, it lives. Tot. There we go. Gibt sogar nochmal einen Holy Room. Hey, servus vom Land Down Under, Weltklasse, der Kevin. Wir haben uns sehr über deinen Beitrag vorhin gefreut. Dankeschön für den 109. Und jetzt gibt's nochmal ein Sacred Heart oben drauf. Jawoll! Abfahrt! Guck mal, von Kevin das Sacred Heart. Das ist ja ein Träumchen. Ab zu Isaac. Das ist auf jeden Fall. Ja, manchmal lohnt sich halt der Angel schon, ne? So, wir haben... Oh, wait. Ich bin mit der Cathedral nicht vertraut. Wir haben gefühlt... Waren wir einmal hier drin. Schöne ist, dass der Damage ja skaliert mit dem Baby. Die Cathedral-Musik ist aber nicht so geil. Ich gehöre zum Wolfpack. Okay, klar, nehme ich mit. Andy, danke schön für den 13. Also, wenn es an mir geht, finden wir einfach schnell Isaac und dann bin ich eigentlich safe wegen diesem Wafer-Effekt auch. Oh. Sacred Heart, absolut, absolut mega göttlich gerade. Das ist natürlich jetzt nochmal ein heftigerer Gamechanger. Als alles, was davor war. Oh, die müssen erst sterben, sonst können die nicht sterben. Das ist natürlich nicht so geil. Oh, die Castillo-Musik ist meh. Grave Digger? Hä? Who are you? What? Okay, warum haben wir hier Special Bosse in der Cathedral? Black Lantern freigespielt. Und was bekommen? Was für ein Penicill? Was habe ich bekommen? Oak Acorn. Acorn. It turns 20% of chests into wooden chests. Und was habe ich da aufgehoben?
pentacle. Picking up items may also grant an item wisp of the same type. Ah ja. Ne, Moment. Mit der Bibel hat... Achso, doch, okay. Das ist hier die Nuss, aber was ist das hier? Ach, das war das Ding von dem Typen. Ah, hallo Wanderfalke, grüß dich. Okay. Jetzt, wenn's geht, nur nicht den Run verlieren, bitte. Ich war halt noch nicht oft in der Cathedral, dementsprechend kann hier alles passieren. Ach, die Schaulmusik ist so geil. Und dann kommt so ein Track hier. Die Mods leben halt stark von der Musik, da kann ich mich schon zurecht beschweren. Dass hier keinen fetten weiteren Orgeltrack gibt, Schande. Okay, wir gehen natürlich völlig falsch. Oh wow, ich muss erst den killen, damit der sterben kann. Das war wahnsinnig unangenehm, ich habe das gut gelöst. Okay, komm, weit kannst du nicht mehr sein. Werd nochmal getroffen. Ich darf nur noch viermal gehittet werden. Ich muss langsam auf sich aufpassen. Gott, ich gehe aber wirklich immer falsch. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Fuck, bitte komm. Isaac sollte in Theory schnell tot sein mit Devil und allem drum und dran. Hey, das rettet mich tatsächlich nochmal einen Hit mehr. Happy Anniversary. Uff, das ist wieder so ein Gegner, den ich nicht kaputt machen kann. Jetzt hör auf, Engel zu scheißen. Ich kann den nicht kaputt machen hier. Sehr unangenehmer Gegner. Hey, Phil! Dankeschön für den 36. Dankeschön für 3 Jahre. Sehr geil, vielen Dank. So. Ey, jetzt muss er kommen. Scheiße. Also gleich. Oh, er ist wirklich hinter dem großen Raum. Oh. Ja, oh mein Gott. Oh, ich kann mich hier nicht mal raussprengen, weil es der letzte Raum ist. Maximal unangenehm. Okay, also ich dürfte mir ein paar Hits erlauben, aber ich glaube, so viele brauchen wir gar nicht. Ich werde auch keine Lagerfeuer mehr aufsprengen. Ich sag, wir kriegen das schon hin. Jo. Oder auch nicht? Die Dinger sind irgendwie anders als sonst. Hä? Warum sind denn die anders als sonst? Okay, er ist tot. Hä? Die Crack the Sky-Effekte waren anders als sonst. Ich konnte nicht mal mehr in der Ecke stehen bleiben. Ugh, das war unangenehm. Aber hey, we did it! Der D6 ist da! Yes!
Isaac, now holds die 6. Oh, ich bin bereit für leckere Runs. Wir haben es geschafft. Gestern ist mir das nicht gelungen. Heute im ersten Versuch. Es gibt gute und es gibt schlechte Isaac-Tage.